tonight. Shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar heute wieder mit dabei unsere liebe Kamikaze-Ente. Der Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Freut mich jedes Mal mit ihm ein Video zu machen. Sehr, sehr, sehr guter YouTuber meiner Meinung nach. So, und jetzt zeige ich euch, wie der Glitch funktioniert, dass ihr mit eurem Autos oder mit allen euren Autos in der Garage fahren könnt. Dazu gibt es mehrere Versionen, ich stelle euch jetzt halt die eine vor. Und wenn ihr es genauso macht, wie ich das euch im Video jetzt hier zeige, dann klappt es auch wunderbar. So, ich habe mir jetzt eine Garage rausgesucht, wo ich noch einen Stellplatz frei hatte, und dort habe ich ein Straßenfahrzeug reingestellt. Ich habe es jetzt einfach mal auf Platz 1 gestellt und bin in ein anderes Auto eingestiegen. Während mein Freund Kamikaze-Ente an der Tür die ganze Zeit spammt von dem Straßenfahrzeug, das ich davor reingefahren habe, kann er ja nicht einsteigen, weil ich an einem anderen Fahrzeug sitze. Und solange er die ganze Zeit Dreieck drückt, um einzusteigen, bestelle ich im Internet so lange ein neues Auto. Ich habe jetzt den Energy genommen, weil der halt kostenlos ist und das, ja, ich möchte ja nicht viel Geld ausgeben für den Glitch. Und dieses Fahrzeug bestelle ich genau auf den Platz, wo das Straßenfahrzeug ist, wo auch mein Freund die Kamikaze-Ente die ganze Zeit Dreieck spammt, um dort einzusteigen. Dann dauert es ungefähr 2 bis 4 Minuten, bis das Auto dann endlich gespawnt ist. Solange muss halt euer Kumpel ununterbrochen Dreieck spammen. Und wenn es dann da ist, ist eigentlich super einfach. Also ihr bekommt dann die Meldung per SMS, dass das Fahrzeug geliefert wurde in eure Garage, und dann könnt ihr einfach aussteigen, in irgendein anderes Auto einsteigen und dann in eurer Garage rumfahren. Wie ich finde, das ist ein sehr lustiger Glitch, wo man wirklich sehr Spaß haben kann. Das Lustige ist halt daran, wenn man irgendwie die neuen Trophy Trucks bei sich in der Garage hat oder einen Sand King oder irgendwelche Motorräder, dann kann man so richtig über die Autos jumpen und die Wände hochfahren, und es ist richtig geil. Also mir hat es wirklich sehr Spaß gemacht. Ich denke mal, im Kamikaze-Ente auch. Wenn es so ist, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich bin dann mal raus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao.